Bei den Stürzen ist es wichtig, dass ich komplett auf der Seite liege. Das obere Bein ist aufgestellt und ich schiebe mein Po nach hinten weg. Nun drehe ich mich über den Rücken auf die andere Seite und führe es auf der anderen Seite aus. Beim Rad ist es wichtig, dass meine Hände und meine Füße auf einer Linie sind. Ich stelle mein linkes Bein nach vorne, dann kommt meine linke Hand und meine rechte Hand hintereinander auf einer Linie. Dann führe ich beide Beine in die Luft und lande auf der anderen Seite auch auf der Linie. Das minimale Rad, was wir bei der Gürtelprüfung sehen wollen, ist folgendes. Später versucht ihr die Beine noch mehr zu strecken. Bei der Vorwärtsrolle mit Schubsen ist es wichtig, dass ich aus dem Parallelstand starte. Toni schubst mich nun. Ich stelle mein rechtes Bein nach vorne und rolle in die Vorwärtsrolle. Noch einmal etwas schneller.